Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Frankfurt am Main am Sonntagmorgen rund 60.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Evakuierungsbereich, hier in Rot dargestellt, liegt vor allem im Stadtteil Westend. In der Sperrzone befinden sich auch zwei Krankenhäuser. Der Blindgänger, in dem 1,4 Tonnen Sprengstoff stecken, war am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Nähe einer Schule gefunden worden.